Sahaja Mayurasana ist die Pfau-Grundstellung. Sahaja heißt ganz natürlich. Da es von Mayurasana so viele verschiedene Variationen gibt, gibt es eine, die als Sahaja Mayurasana bezeichnet wird, als natürlicher Pfau. Und das ist die Pfau-Grundstellung, wo du die Ellbogen im Nabel hast, wo der Körper gerade ist, die Knie gestreckt und Füße und Knie zusammen sind. Das ist Sahaja Mayurasana, der natürliche Pfau. Eine andere Stellung, die als Sahaja Mayurasana bezeichnet wird, ist der leichteste aller Pfauen. Denn Sahaja heißt ganz natürlich. Diese Stellung wird auch als Mayuri Asana bezeichnet, als die Pfauenhenne. Du setzt dich auf die Fersen, die Knie auf den Boden, du gibst die Hände etwa hüftbreit auseinander, also anders als im V-Grundstellung, die Hände auseinander. Und du gibst die Ellbogen seitlich an den Bauch, aber achtest darauf, dass die Rippen auf den Oberarmen sind. Du hast den Kopf oben und dann gibst du die Füße nur leicht nach hinten und hebst die Knie dabei zur Seite auch hoch. Also ist praktisch der Pfau mit gespreizten Knien, manchmal auch genannt der Froschpfau, und die Füße sind dabei zusammen. Die Knie außen und die Füße zusammen, für die meisten ist das leichter als die Grundstellung, insbesondere Frauen fällt das leichter. Gut, und so gibt es also zwei Asanas, die als Sahaja Mayurasana bezeichnet werden. Zum einen die Grundstellung und zum anderen der einfachste Pfau. Garote schreibt in seiner Enzyklopädie of Traditional Asana, dass Sahaja Mayurasana erwähnt wird im Hatha Ratnavali, aber nicht genauer beschrieben wird.